Zack und raus damit. Mit der super dünnen Schnur, den super kleinen Haken und auf die schönen Fischis hier, auf Hasel und auf Thun. So, ihr Lümmels, jetzt doch nochmal ein kurzes Video. Ich habe mir gedacht, komm, Alter, das ist einfach zu geil hier. Ich stehe jetzt hier seit 3 Tagen und es macht einfach Bock. Es macht einfach Bock. Man hat eine geile hohe Frequenz. Du kannst hier schön einen nach dem anderen rausziehen. Die Nacht ist vielleicht sogar ein bisschen mau. Deswegen bin ich jetzt gespannt. Wir haben gerade 22 Uhr. Ich stehe hier allerdings auch schon wieder ein paar Minuten. Gleich mal gucken. Zack, nochmal einen kleinen Thugun. Und hat natürlich auch schon, ja, 22 kleine Fischis gefangen. Und das Krasse ist einfach bei diesen kleinen Fischis, man kann so gut Kohle damit machen. Ach, ist das angenehm. Man kann Pose skillen damit. Das heißt, wenn du hier mit der Stippe stehst und denkst, komm, Alter, jetzt gehe ich dann doch mal vielleicht aufs Posenangeln, dann fängt man halt hier schön an, gerade hier an der Tunguska, wenn man irgendwie eh keine anderen Sorgen mehr hat, sondern vielleicht das Grundangeln schon light ist und Spinning auch schon gemacht hat und sich dann denkt, oh, geil, Alten, jetzt gehe ich mal auf Pose. Dann ist das genau richtig. Wie gesagt, hier schön mit der Stippe zum Beispiel. Da muss man eben auch gar nicht so weit rauswerfen. Und dann hier ganz dünnes Setup. Ich bin hier auch wieder mit dem Mikrobraid dran. Kleine 22er Haken, Fliege und Köcherfliege. Wobei das gar nicht sein muss. Man kann auch mit Fliege only hier rumstehen. Geht auch schon ganz gut. Also das heißt, wenn du anfangs noch gar nicht so viele Punkte drin hast im Posenangeln, geht das auch schon gut los. Ah, der wollte nicht. Und ja, dann wirfst du einfach hier so ein bisschen aus, ne? Ich bin jetzt hier natürlich mal wieder ein bisschen übertrieben unterwegs. Mit viel zu extremem Setup. Aber ich wollte natürlich die Boni alle mitnehmen. Denn mir würde so ein Thugun als Trophy schon einigermaßen schmecken. Muss ich ja sagen. Hä? Wäre das nicht was? Jetzt, wo ich gerade eine Aufnahme starte? Ja, nee, also Thugun, ja klar, würde mir fehlen als Trophy. Tatsächlich wäre meine 60. Trophy dann. Das wäre geil, ey. 60 verschiedene. Schon nicht schlecht. Gucken wir mal ganz kurz rein. Den lassen wir mal eben hier stehen. Gucken wir mal eben rein. Ich habe jetzt hier, guck mal, 11 Minuten geangelt. 11 Minuten geangelt. 120 Silber. Psst, 120 Silber. Und dann sieht man hier unten die kleinen Thuguns und die Haseln und so. 12, 13, 8 Silber und so weiter. 7, 7, 7. Das ballert halt alles in Gänze gut rein. Ne? Von daher kann man sich hier mal schön hinstellen. Entspannt mal eben 600 Fliegen durchballern. Und dann hat man die 600 Fliegen, keine Ahnung, verfünffacht möglicherweise. Das sollte doch auf jeden Fall drin sein. Den Wert davon, ne? Aber tatsächlich, in der Nacht ist ein bisschen Mauer. Also ein bisschen weniger los. Das heißt, ich zuppel jetzt hier nochmal ein bisschen rum. Und hoffe, dass da was geht. Und dann gucken wir gleich einfach mal rein, wie es denn so aussieht. Und zack, da geht es wieder los. Sehr schön. Und da kommen auch die Thuguns mit 21 Gramm, gerade schon einen mit 26. Also, was kann man sagen? Es ist tatsächlich so, dass es in der Nacht echt mau ist. Ich hatte jetzt gerade nochmal Steinfliegenlarve zum Beispiel rangemacht. Die kann man in der Nacht ganz gut verwenden. Da geht auch noch ein bisschen was rein. Regenbogenstint und sowas, also auch Kleinkram, ne? Dass da nicht das Setup zerrissen wird oder so. Trotz allem, ein bisschen vorsichtig muss man sein. Mit einer Stippe gerne natürlich dann auch mit Vorfach hier arbeiten. Es können auch mal etwas dickere Brocken reingehen. Forellen zum Beispiel können hier reinballern oder auch dickere Eschen. Von daher ruhig ein bisschen vorsichtiger rangehen. Wenn ihr hier mit Rolle unterwegs seid, das heißt mit der Bollo zum Beispiel, ist das natürlich gar kein Problem. Ich stand hier mit den ganz billigen, die kosten so um die 50, 60 Silber, diese ganz billigen Bollos, hoppala, stand ich hier.
Hab hier auch schon die ersten rausgezogen. Sensationell. Macht auch richtig Bock. Das Ding jetzt die Tage schon wieder als Trophy gefangen. Hasel jetzt hier als Trophy gefangen. Also es funktioniert hier ganz gut. Es ist ein ganz entspannter Spot. Wie gesagt, gerade wenn ihr einloggt und es sind so die frühen Morgenstunden, mal so ein Tag über hier einfach stehen und ein bisschen was rausziehen, es ist einfach übelst ergiebig. Und wenn ihr ganz pfiffig seid und ganz schnell seid, vielleicht könnt ihr es ja mit zwei Routen gleichzeitig ausprobieren. Ich guck gerade mal, wie lange sind wir jetzt hier? Ja, die Nacht ist halt, die reißt halt ordentlich rein, ne? Also gerade, wie gesagt, wenn man schon sieht, halbe Stunde, 10 Minuten waren es. 10 Minuten, 100 Silber. So. Erst mein Kaffee. Jetzt geht das wieder. Gerade wenn man gesehen hat, 10 Minuten, 100 Silber, ist das natürlich eine Ansage. Auch jetzt geht es hier gerade schon wieder los mit den schönen Tugun. Alles mit 20 plus ballert eben gut rein. 60 Gramm ist die Trophy. Wäre natürlich ein Traum. Schön in Trophy-Größe. Mal kurz hier rein, so ein Blick. Jetzt sind wir mittlerweile bei 170 in 28 Minuten. Wie gesagt, die Nacht hat er ein bisschen reingerissen. Regenbogen stinkt, glaube ich, oder? Oder Bachschmerle. Bachschmerle. Die ziehen so ein bisschen hoch. Die machen so ein Hebebiss eher, dass die Pose weiter nach oben geht. Und die Tugun und Haseln, die ziehen halt runter. Und die Forelle zieht halt richtig ab. Forelle dran ist auch sehr geil. Ich werde die Tage hier auch noch mal ein bisschen dickere Köder testen. Der Johnny hatte das gesagt, genau. Mit Grashüpfer. Mit Grashüpfer ballert auch manchmal einen Timen rein. Das wäre mal geil, Alter. Das will ich auf jeden Fall mal testen. Ich stehe ja jetzt hier eh noch ein bisschen. Und dann... Jawolski! Alter, ist das... Das ist ja nicht auszudenken, Alter. Da ist er! Alter! Ganz klarer Fall. Die nächsten Trophys, die ich suche, ich mache safe einfach ein Video dazu. Alter, ich werd weich, ey. Ich werd weich. Du kannst es dir nicht ausdenken, alter Faller, ey. Okay, ich würde sagen, alles richtig gemacht. Wir haben die 30 Minuten auch schon voll. Abgefahrener Scheiß, Alter. Abgefahrener Scheiß. Ihr seht, geiler Spot. 30 Minuten, 230 Silber. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken.